Erdnussbutter. Naja, nicht ganz mein Geschmack. Aber eigentlich habe ich auch was ganz anderes damit vor. Herzlich willkommen bei Wissen vor 8 Zukunft. Eine amerikanische Studentin hat nämlich eine Methode entwickelt, die einen Hinweis auf eine mögliche Alzheimer-Erkrankung liefern kann. Und dazu braucht sie eben nicht mehr als Erdnussbutter und ein Lineal. Und natürlich eine Versuchsperson. Hallo Adrian. Und es tut wirklich nicht weh. Nein, versprochen. Schließ bitte mal die Augen und den Mund. Und jetzt halte dir dein linkes Nasenloch zu und durch das rechte atmest du ganz normal weiter, okay? Alles klar. Ich messe jetzt mit dem Lineal den Abstand, ab dem du die Erdnussbutter riechen kannst. Und dann meldest du dich, okay? Alles klar, geht los. Jetzt Erdnussbutter, eindeutig. 17 cm, das ist gut. Okay, wenn ich dasselbe jetzt mit dem anderen Nasenloch probiere, dann solltest du die Erdnussbutter möglichst im selben Abstand riechen können. Ja. Und was ist, wenn nicht? Wenn nicht, also wenn du mit dem linken Nasenloch die Erdnussbutter sehr viel später riechst, sagen wir mal bei 7 cm, dann würde ich zum Arzt gehen. Denn dann besteht zumindest die Möglichkeit, dass da Alzheimer im Spiel sein könnte. Aber so einfach ist das? Und das soll verlässlich sein? Ja und nein. Also bei diesem Test geht es vor allem darum, einen schon vorhandenen Verdacht auf Alzheimer-Demenz zu erhärten. Normalerweise ein recht aufwendiger und teurer Prozess. Und das geht eben hiermit sehr viel einfacher. Denn bei Alzheimer wird normalerweise eine Region im Gehirn zuerst geschädigt, in der Nähe sich auch der Geruchssinn befindet. Hier. Ich esse es lieber. Aber bitte, versuchen Sie gar nicht erst, das nachzumachen. Es kann wirklich dutzende Gründe geben, warum Sie gerade mit dem linken Nasenloch schlechter riechen als mit dem rechten. Gerade bei älteren Menschen. Nur in den Händen von Fachärzten wird diese Methode eines Tages eine sinnvolle Ergänzung zur teuren Apparatemedizin sein. Einfach, preiswert und schnell. Und lecker.